Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier im Marsch. Neue Version 2.5. Ich habe gerade die Kalkstreu aufgefüllt. Wir düngen aktuell die Hopfenfelder. Und zwar 5 und 4. Das nächste Hopfenfeld muss noch gemacht werden, aber da würde ich mal sehen, dass wir da einmal hier das eine abfließen und dann geht es zum nächsten. Hier müssen wir weiterarbeiten. Und zwar hier drinnen. Irgendwo aufhört. Wo ist halt das Weiße nicht mehr da? Ne? Ich war aber schon in die andere Richtung gefahren. Ne? Also, das weiß ich genau. Da, da ist es. Ich glaube hier. Ne, hier nicht. Ich meine, das wäre ja egal. Ne? Machen wir hier weiter. Ja. Er wird sich ja den Punkt suchen, ne? Der erste, der guckt nicht durch. Ja, da vorne irgendwo drauf geht. Ja, da weiß ich auch nicht genau, was er macht hier. Nicht so ganz viel, wie er soll, ne? Löschen. Was hier sehen. Hier soll er anfangen. Bruder. Ja. Geht doch. Na, was das los war. Ja, weiter geht's, ne? Der ist jetzt noch gut gefüllt. Hoffe, das reicht. Wir müssen zum BGH. Das wird so schneller. BGH. Wir haben jetzt Gärse. Wir haben nicht viel, aber wir haben ein bisschen was. Wenn das nicht reicht, nehmen wir die Gülle dazu. Und dann werden wir gleich mal Feld 1 oder Feld 3 nehmen. Feld 3. Ist ja um die Ecke, ne? Können wir das nehmen. Oder Feld Nummer 15, das ist egal. Wir nehmen Feld 3. Das ist ja mal sehen, dass wir das können wir automatisch machen. Kursgenerierung. Zack. Vorgewende 1. Dann machen wir auf 0. Kursgenerierung. Wir werden doch hier 2 nehmen, das wird dann doch besser. Wegen den Wänden oder Bäume und so, das ist meistens immer ein Problem. Mal kurz F1 gehen. Gucken wir mal gleich kurz. Hab keine Wette erkannt. Okay. Da wollten wir bringen, gucken, was er jetzt macht hier. Bei der Gäre ist der Stickstoffgehalt nicht so groß, dann macht er 0,0%. Grunde habe ich mal früher das mal automatisch gemacht, ne? Na, jetzt hat er 85 Kilogramm. Müssen wir mal schauen, wie das gut hinkommt. Ist ja eine Notwendigkeit, dass ich meine Gärreste auch auf dem Felder aufbringe, dass ich da die entsprechend loswerde. In Anführungszeichen, das ist ja auch im Grunde ein guter Dünger, ne? Ein kostenloser Dünger für mich im Prinzip. Dann kann ich nachher beim nächsten Mal bei der Aussaat weniger, was wir machen könnten, ist
Der ist jetzt bei der BGH. Nee. Den können wir auch nehmen. War für die Aussaat von Raps vorbereiten. Das gibt sie an. Okay, auch nicht repariert werden. Dann können wir gleich auf 3, also nicht morgen, nicht so weit. Morgen wird Raps ausgesehen. Für 3 kommt der Raps rauf, für 2 und für 15 erstmal. Gleich ändern auf Raps. Ich vergesse es nicht garantiert. Nicht so schnell, sonst haben wir gleich wieder Zwiebeln. Pappeln. Weizen, Gerste, Hafer, Raps. Den werden wir gleich mal auffüllen. Na? Ja, auf Feld 5. Ist er auf Feld 5? Nee, ich hab Tuni. Nicht Feld 5. Und wieder? Gut, da steht kein Weg. Da aktuell fahren keine Fahrzeuge, sonst wird er im Weg stehen. So, wir brauchen Dünger und Saatgut. Gut, dann aufgefüllt. Wenn wir gleich mal sehen, dass wir den nächsten wieder voll machen. Das kann aber nicht sein. Saatgut. Aber es ist anfangs sicherlich alle auf Null gestellt, also ganz schlecht. Wir müssen die Werte halt erstmal finden, ne? Ist halt so. Wir entfernen immer weiter vom Trigger hier. Das, so. Speichern wir gut. Ich habe ja auch wegen guckt, wegen Autodrive. Deswegen habe ich mir so gedacht. Ach ja, okay. Gäre es alle. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass er den alleine nachholt. Da muss man nur irgendwie einstellen. Lohnt sich im Grunde nicht, ne? B war X. Das geht irgendwie. Also, ich weiß auch genau wie, in etwa. Ich habe mal früher das mal so gemacht mit Kursplay. Eingefahren und dann ist der entsprechend immer die Richtung gefahren. Aber weiter weg würde ich ja sowieso mit einem anderen Fahrzeugnetz nutzen und da entsprechend nachfüllen. Aber aktuell haben wir nicht genug Gärreste. Da müssen wir immer ein bisschen verarbeiten. Wir haben ja genug Mist hier auf dem Hof. Puma ist fertig. Der nächste ist auch fertig. Das ist gut. Der Kaltstreuer muss das sein. Wenn ihr kalt ist nachher, dann können wir auch ein bisschen beschleunigen. Das ist ja ein bisschen Spiel, ne? Nacht schlafen, ja. Also dunkel wird nicht gearbeitet, ne? Ja, ist nicht viel. Gerade für Feld 3 reichen. So, was haben wir noch Schönes? Das war Blocking. X. Das ist von mir oft. Ein, was ich vergesse, den entsprechend einzustellen. Ja, das war das zeigt der ja nicht an bei der Bengala. Aber wie gesagt, das ist trotzdem ganz gut. Wieder nicht ganz leer geworden, na gut.
Jetzt bin ich so Puma. Gut. Das war Feld Nummer 5. Und der andere ist im Rasen. Auf der Wiese halt, ne? Den werden wir gleich mal für Feld Nummer 4 vorbereiten, das heißt einmal auffüllen. Jetzt gucken, wo wir sind, wo wir da fahren müssen. Ich könnte mir auch vorstellen, auf der BGH Kalk verkauft dann hinzustellen. Dann haben wir kürzere Wege, wenn ja blöd und so weit fahren würden, ne? Werden wir auch machen. Und die Vega müsste auch bedient werden mit Silage, zum Beispiel, um da auch ein bisschen Geld zu verdienen, ne? Über Nacht. Ich habe ja eigentlich genug Silage da zur Zeit. Für die eine BGH habe ich nur Mist, und für die andere BGH verwende ich halt die Silage. Man kann auch Gülle reingeben, ne? Gülle macht jetzt sozusagen die Sache sogar ein bisschen einfacher, weil da brauchst du kein Bladesystem. Ne? Da brauchst du nur ranfahren und dann füllt er auf. Ne? Die Rüben wollen auch Kalk haben, da wollen sie kriegen. Ne? Aber die Wege hat oben links, da werden wir gleich mal ranfahren und dann dort einen Kalkscheuer aufbauen und dann entsprechend vor Ort auffüllen. Ne? Na, spielen wir Fußball? Nö. Aber ich habe bald wieder Fleisch da, kann mir Würstchen verkaufen. Würstchen und schöne Koteletts oder Schnitzel. Da kann der Grillmeister kommen. Die Zuschauer wollen ja auch beköstigt werden, ne? Beköstigt werden, also. Und Bier gibt es auch bald wieder, fassweise. Für jeden eins. Solange gut bezahlt, kriegt ihr alles. So, wo stellt das Frühstück hin? Wo steht nicht im Wege? Der Wege hat noch gut zu tun. So, das ist eine gute Frage. Steig mal auf. Idealerweise hier würde ich meinen. An der Ecke. Die Heuballen extra gesichert im Regen. Ja genau, Heuballen. Da bringen wir noch. Ja, diverses. Ach so, Farming. Ach so, das ist ein Stapel. Ach so, na gut, das machen wir ja nicht. Ich hab mal aufgeladen. Das waren die anderen Dinger, ne? Hühnerfutterstation, Dünger, Kalkstation, Samen, Schweinefutter, Limette. Das sind die Gebäude von der. Pro Farming hier. Nee. Unseren. Die sind ein bisschen billiger. Bigfoot Dünger. Dünger. Bigfoot. Dünger, Flutlicht, Wassertank. Haben wir keinen Kalk dabei, nur Dünger. Saatgut. Bigfoot muss ein Ding sein vom. Nee, haben wir nicht. Macht nichts, aber wir haben einen anderen Kalkscheuer da. Das war nicht ganz so doppelt. Da hier haben wir doch hier. Limette, Schweinefutter, Düngerstation, Pferdefutter, Hühnerfutter, Kalkstation, ja. Nehmen wir den, ne? Was wollt's? Oh ja, Kalk, nutzt auch nichts. Der andere wäre billiger gewesen, dann brauche ich mehr. Muss ich auch noch machen, Kalk herstellen, ne? Weiß nicht, ob das in Thüringen gehen wird. Thüringen geht es auf jeden Fall, am Bergwerk, was ich weiß. Ich weiß nur, dass ich da zur globalen Markt habe. Das weiß ich nicht genau. So. Ich müsste eine andere Scheibe auch immer drin haben normalerweise. Weil
Das habe ich jetzt bestätigt im Hof, da muss er irgendwie da sein. Na gut, das dauert eine Weile. Na, das gehen wir gleich mit unserem Güllefass hier. Biga. So. Dreimal noch, dann sind wir alle. Jo, ist halt so, ne? Ich nehme nur ein Feld und fertig. Wenn ich andere BGH würde ich jetzt nicht extra hinfahren. Na, ja, kann man ja machen, ne? Oder zumindest versuchen mit Aufladen, ne? Am nächsten Feld. Das könnte man ja drüber nachdenken. So, X. Ja, hier war ein kleiner Wald, den habe ich immer weggeholzt für Paletten halt, ne? So, den Kurs habe ich nicht gespeichert. Denke, das brauchen wir auch nicht tun, ne? So. Ich kann gleich weiter, das ist gut. So, eins, guck mal rein. 9 war nochmal hin, ne? 9. Das wird schon mal ganz gut, da wird schon mal Geld, das mal sparen wir später ein, ne? Also auf jeden Fall werden wir dann entsprechend weniger Dünger brauchen, das ist ganz gut. So, den fahren wir jetzt Richtung 3. Den werden wir morgen die Aussaat entsprechend vorbereiten. Muss aber nicht morgen sein, da haben wir 3 Tage gezeigt. Insgesamt 4 mit morgen. So, wir sind schon da. Da sind wir mit das und das und das und das. So. Gut. Wegen einer da arbeitet, ne? Ah, Foto machen. Ja. Fleißig, fleißig. Was macht unser Feldinfo? Das wurde aber schon gesagt, dass er entsprechend flackert. pH-Wert, gut. Boden, sandiger Lehm, Getreide, Stickstoff. Das muss sicherlich der Mod geupdatet werden, ne? Denk mal, das kommt nächste Mal. Beziehungsweise ist ja ein anderer Mod. Aber der hat bisher immer alles aktualisiert. Der hat ja auch Sprachen erneuert, also aufgefrischt. Ja. Den Kaltstreuer mal gucken. Hier war auch noch einer Gärtnerei. Gut, der ist voll. Kann er gleich drüben machen, ne? Ja, das sind die Ballen von der letzten Grasernte, ne? Von hier eigentlich nur. Ja, da kann ich ja noch nichts machen, ne? Also die, also Kalk kann viel gefahren werden. Also Halleluja, ne? Das kann man hin rauf, ne? So, was haben wir jetzt? Aber ich denke mal, hier wird auch nicht viel raufgehen. Mengenmäßig geht es ganz gut aus, weil der hat ja auch nur 18 Meter Arbeitsweite, ne? Das ist ein bisschen wenig, also, aber wie gesagt, hier schon mehr oder weniger Richtung Grün, das geht schon. Da braucht er auch entsprechend weniger, nur 4,38 Tonnen automatisch, ne? Man kann auch manuell einstellen, ne? Dass man sagt, okay, in dem Wert ist es. So. Zu viel ist nicht gut und zu wenig ist auch nicht gut. Hängt auch von der Frucht ab. So. Das hat mir gedacht. Ne, der ist voll. Wer muss aufgefüllt werden? Chip Tuning.
Ja, das ist halt nur Wasser, ne? Ne, nicht löschen. Und deswegen brauchen wir ja. Achso, hier kann man Komma automatisch beenden. Theoretisch. So. Nächsten Schwung. Dann können wir gleich wieder losschicken und dann unseren Mistfahrer losschicken. Unsere Mistfuhr Mist reinbringt hier. Okay, das ist nicht mal vier, da gehen wir für drei ja nicht mal. Da lohnt sich nicht groß einstellen, jetzt dass wir da entsprechend automatisch machen können, ne? Zack. Und. Auf geht's. Da habe ich extra Förderband eingestellt. Das passt gut. So. Ein Kaltschreiber leer. Ja. Kurz merken, gegenüber von der Brauerei. So. C. Nee, X. Irgendwo haben wir unser Fahrzeug hingestellt. Ja. Um die Ecke. Aber wir können ja nicht das verschenken, ne? Das ist das Problem. Ich hätte erstmal die Ernte machen sollen und dann nachher alle Ruhe. Aber gut, daran habe ich auch nicht dran gedacht, ne? Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe ja die meiste Ernte schon eingefahren. Also hier Getreide und so habe ich alles schon fertig. Weil hätte ich zur Not offline gedüngt alles, ne? Also das wäre auch gegangen zur Not. Aber wie gesagt, möchte eigentlich nicht so viel offline machen, ne? Am besten gar nichts. Oh, schon wieder voll geschlagen. Zuschauer, das soll es auch schon vor heute gewesen sein. Jetzt hat man Schild geklaut. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Morgen ist schon halt ja. Tschüss.